Die österreichische Krebshilfe Salzburg bietet das umfangreiche Beratungs- und Betreuungsangebot für Krebspatienten sowie deren Angehörige und Interessierte nun auch im Pongau an. Mit dem Zerschneiden des roten Bandes wurde die Beratungsstelle im Haus Luise direkt neben dem Krankenhaus Schwarzach eröffnet. Neben den bereits bestehenden Niederlassungen der österreichischen Krebshilfe in der Stadt Salzburg, in Tamsweg und Zell am See wurde nun auch im Pongau eine Beratungsstelle eröffnet. Durch die Kooperation mit dem Krankenhaus Schwarzach, welches die Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung stellt, ist es für die Patienten und Patientinnen möglich, sowohl die medizinische Therapie als auch die psychosoziale Betreuung der Krebshilfe in Anspruch zu nehmen. Das wichtigste Ziel ist sicher die Hilfe, die Unterstützung für Menschen, die an einer Krebserkrankung leiden. Und da ist es eine sehr breite Palette von der psychologischen, von der sozialen Betreuung über auch die finanzielle Betreuung oder Unterstützung in einer Notsituation. Das Angebot der Krebshilfe richtet sich aber nicht nur an krebserkrankte Menschen, sondern auch an ihre Angehörigen. Darüber hinaus richtet sich das Angebot an jeden, der sich für Krebs oder für die Vermeidung von Krebs interessiert. Nach der Diagnose Krebs ist die wichtigste Aufgabe, neben den medizinisch notwendigen Maßnahmen, die rasche und persönliche Unterstützung der Patienten bei konkreten seelischen Problemen, Ängsten und Sorgen. Die Eröffnung der zentral gelegenen Beratungsstelle unmittelbar neben dem Krankenhaus Schwarzach als zweitgrößtes Krankenhaus im Bundesland Salzburg mit onkologischem Fachschwerpunkt ist daher von besonderer Bedeutung. Die Beratungsstelle hat ja eine riesige Bedeutung im Hinblick auf die optimale Versorgung der Patienten, nicht? Die kommen zu uns, da werden sie diagnostiziert und da kriegen sie ihre Behandlung auch. Und dass sie zusätzlich darüber hinausgehend eine gute kooperative Information bekommen, ist die Aufgabe der Krebshilfe. Und das ist auch die Achse, die wir vom Krankenhaus zur Krebshilfe hier haben. Wir haben in unserem Leitbild einen hohen Anspruch von der Ganzheitlichkeit in der Betreuung und ich finde, dass es einfach wichtig ist, wenn Patienten gerade mit Krebserkrankungen nicht nur gute Behandlung im Haus erfahren, gute Betreuung im Haus erfahren, sondern dass eine Möglichkeit besteht, extern zu Beratungen zu gehen, damit sie sich dort auch noch Hilfe holen können, die wir zum Beispiel nicht bieten können, vielleicht vom Haus her. Die Beratungsstellen Innergebirge haben ganz eine große Bedeutung, denn die Patienten sind hier krank. Und wenn sie eh schon von einer Krebserkrankung überrascht werden und es wie ein Schlag auf sie wirkt, dann ist es sehr wichtig, dass es vor Ort Unterstützung gibt. Das eine ist die gute medizinische, onkologische Versorgung. Da ist sehr viel geschehen und gibt es auch hier hohe Expertise. Und das andere ist die Unterstützung, mit der Krankheit zurechtzukommen, psychosozial unterstützt zu werden und auch wieder Perspektive für sich zu sehen und daran zu glauben, dass man eine gute Besserung und letztlich einen Therapieerfolg auch erreichen kann. Die im Krankenhaus Schwarzach behandelten Patienten mussten bislang einen weiten Weg auf sich nehmen, wenn sie die Angebote der österreichischen Krebshilfe in Anspruch nehmen wollten. Ja, bei meiner Mutter ist praktisch aus dem gesunden Zustand heraus eine weit fortgeschrittene Krebserkrankung diagnostiziert worden und die Diagnose war für alle Beteiligten und eben auch für mich ein großer Schock. Und man ist in einem Zustand dann, dass man einfach seine Gedanken gar nicht mehr sortieren kann, dass man nicht mehr weiß, wo greift man zuerst hin, was entscheidet man. Und man kommt in so einen Erschöpfungszustand eigentlich rein, dass ich mir dann dachte, jetzt brauche ich professionelle Hilfe. Ich habe eben bei der Krebshilfe dann das Gefühl gehabt, man ist mit jeder Frage, mit jedem Problem, man ist als Angehöriger einfach willkommen, die horchen einem gern zu. Die österreichische Krebshilfe Salzburg ist ein gemeinnütziger Verein, der seine Arbeit hauptsächlich durch Spenden finanziert. Jährlich werden im gesamten Bundesland weit über 1000 persönliche Beratungen durchgeführt. Die Leistungen der Krebshilfe sind kostenlos und können von jedem genutzt werden.